Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory in der Plus Mod. Genau, ihr Lieben. So, erstmal eine wichtige Sache vorweg. Ich muss euch was mitteilen, wenn ich hier raus bin. Also erstmal Punkt 1. Sorry erstmal dafür, dass jetzt die letzten Tage nicht so viele Videos kamen. Lag ein bisschen daran, weil meine Freundin war ja schwanger. Und wir waren dann nämlich ein bisschen im Krankenhaus und... Dann hat nämlich vorgestern meine Tochter nämlich das Licht der Welt erblickt. Nämlich, wir sind jetzt zu dritt. Und genau, das heißt, es wird erstmal eine kleine Umstellung geben. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das Ganze alles so ein bisschen abläuft mit der Kurzen hier zu Hause. Das wird auf jeden Fall eine Umstellung. Inwiefern es hier weitergeht, also eigentlich versuche ich ganz normal, dass es weitergeht. Aber es kann auch durchaus mal passieren, dass halt mal nichts kommt, ne? Weil hinter ist. Das macht die Sache halt dann dementsprechend nicht einfacher. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir wollen weitermachen. Also ich möchte gerne weitermachen. Und zwar wollen wir ja den Quarz einmal hier rüber holen. Genau, der Quarz, der kommt ja dann von da hinten irgendwo. Und das heißt, wir müssen erstmal ein extrem langes Förderband legen. So. Und dazu müssen wir uns dann jetzt erstmal irgendwie... Also ich versuche es mal auf dem kürzesten Wege. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das ist, wenn ich jetzt hier oben hochlaufe. Wo und wie ich da dann rauskomme. Wenn ich einfach so in diese Richtung laufe. Ob man das dann hier oben eventuell langlegen kann. Weil erstmal der Vorteil ist, hier oben sind keine... Eine Dingens. Eine Quellen. Ja, und da komme ich sogar fast gerade da hinten raus. Aber ich würde dann, glaube ich, auch zwischendurch. Weil hier kannst du nicht lang gehen, ne? Dann würde ich hier einfach so eine Art Brücke bauen. Ja, machen wir das mal. Versuchen wir mal geradeaus einfach mal hier rauszugehen. Weil hier ist ja an sich nichts. Da kann man ein schönes Förderband langlegen. Und guck mal hier. Da ist nochmal eine Kiste mitnehmen. Auch wenn wir sie jetzt an sich so nicht mehr brauchen werden, aber weil wir ja genug Material haben. Genau. Aber es ist jetzt so die Frage, was wäre am schlausten? Da ist eine Quelle, das ist ein bisschen doof. Also ich würde gerne versuchen, ob das funktioniert. Dann würde ich nämlich einfach hier geradeaus quasi rausgehen. Aber dann würde ich da direkt über die Quelle gehen. Erstmal die Frage, was ist das für eine Quelle? Oh, das ist sogar eine reine, ey. Die möchte ich ja nicht ungern zubauen. Okay, pass auf. Dann machen wir folgendermaßen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier raus. So. Na, das wird jetzt ein bisschen gefummel. So. So. Den machen wir mit rein. Und dann gehen wir jetzt. Ja, wobei, wenn ich das hier wegmache. War Inventar voll oder was? Ah, gibt's auch gar nicht. So, 8. Also wir legen jetzt mal heute das Quarzband. Ja, das sieht bis hierhin erstmal ganz gut aus. Und ich denke, was ist da? Jetzt nichts mehr. Okay, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ach, guck mal, hier oben ist auch nochmal. Was ist das? Jar of Dirt ist das, okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier durch. Ja, den ganzen Kram machen wir später erstmal weg. Wir gehen jetzt erstmal hier. Hoffe ich, dass ich in einer Höhe hier durchkomme, aber ich glaube... Nee, dann gehe ich direkt noch mal 2 Meter hoch.
Ja, dann machen wir nochmal direkt 2 Meter oben drauf. Das ist aber kein Problem. Na, hier nochmal 2 Meter höher. Dann machen wir das so. Ja, und jetzt hier habe ich sowieso drin. Genau, dann können wir nämlich jetzt erstmal ganz entspannt einfach mal hier eine Runde durchsuchen. Mal kurz. Na, ach, komm schon. So. So, ich würde aber ganz gerne erstmal auf der Höhe bleiben. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal das 1-Meter-Ding. Das ziehen wir jetzt bis dahin. Dann nehme ich hier das wieder. Das ziehen wir einmal hier runter. Dann haben wir hier so eine kleine Brücke drin. So, muss er wieder auf Supen stellen. Hier können wir erstmal ganz entspannt durchlaufen. Das ist erstmal alles fein. Zack. Ja, und das sieht erstmal soweit ganz gut aus. So, jetzt würde ich hier das so. Jetzt nicht abrutschen hier. Das würde ich jetzt so machen. Genau. Ah, warte kurz. Muss einmal nach oben. So. Dann würde ich jetzt hier nämlich. Oder geben noch einen runter, dass wir vielleicht hier vorne bünden. Nee, das ist zu viel. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber.
Oh, Freunde, mir ist ein Missgeschick passiert. Ich hatte gerade Material geholt und habe vergessen, wieder auf Aufnahme zu drücken. Sorry. Ja, dummer kleiner Fehler. Ich bin gerade dabei, hier unten diese ganze Chose hier neu zu machen, dass wir quasi darüber kommen. Die Brücke und so weiter steht auch schon alles. Ja, da habe ich irgendwie ein bisschen Bockmist gebaut. Sorry dafür. Aber nicht weiter dramatisch. Ich muss jetzt bloß mal ganz kurz einmal ein bisschen Material holen. Wir brauchen nämlich ein wenig Material für Förderbänder. Ich sehe das nämlich gerade. Guck oben auf dem Bildschirm. Ich denke mir so, hä, warum ist das Pausensymbol dann auch an, ey? Ist bestimmt auch so ein bisschen der Schlafmangel, ja. Weil die kurze, die ist, naja. Ne? Also die können ganz schön schreiben, Babys, muss ich sagen. Also, meine, es ist ja nicht mein erstes Kind, ne? Aber die haben schon ein ganz schönes Organ, wenn jemand nicht, wenn jemand nicht passt. Dann. Aber Kinder sind was Tolles. Mal eine Frage, das würde mich mal interessieren. Und zwar meint ihr, es wäre logisch, also ich nehme jetzt gerade nebenbei noch ein anderes Projekt auf, also auch hier mit Satisfactory Plus, und was ein bisschen mehr Richtung Schönbau geht. Und da mal so eine Frage, und meint ihr, es ist sinnig, das war ein ziemlich und versteckte Eisenplatten, die sind hier vorne, dass man von Anfang an irgendwie so alle Sachen zusammenlaufen lässt in so eine Art Zentrallager. Ich meine, Zentrallager hin oder her, beim normalen Spiel bin ich ja sofort dabei. Weil das braucht man ja auf jeden Fall, da kommt man ja quasi nicht drum rum. Aber meint ihr, das wäre sinnig, das eventuell bei den Dingen jetzt auch zu machen? Ich denke schon, oder? Kann, glaube ich, nicht schaden, ne? Schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ob ihr meint, dass man von Anfang an vielleicht ein Zentrallager bauen sollte, was natürlich von den Förderbandmassen oder die Massen, die man natürlich produziert, gar nicht ausreicht. Also man ist quasi gezwungen, dass man immer mehrere Förderbänder baut. Was die Sachen natürlich, naja, ich sag mal, nicht gerade vereinfacht, ne? Und die muss man dann später natürlich wieder umbauen. Und solche ganzen Geschichten, ne? Das ist, oder man sagt lieber, ich nehme erstmal die Shredder-Container mit rein. Links und rechts, lass die erstmal laufen und baue dann hinterher quasi ein Lager dahin irgendwie raus oder so. Muss man dann natürlich mal gucken, wo muss ich denn überhaupt hin? In die Richtung muss ich. Bin ich gerade so ein bisschen zwiespältig, ne? Was, ich habe dann jetzt die ersten 5 Folgen aufgenommen. Aber das wird halt ein Projekt. Das werde ich erstmal viel im Voraus noch aufnehmen und dann werde ich das irgendwann einfach mal für Mitglieder dann später komplett schon zur Verfügung stellen. Und dann kommt da auch dann für Abonnenten kommen dann 3, 4 Folgen, 5 Folgen, 7 Folgen, dann dementsprechend die Woche. Aber dann nehme ich erstmal ganz, ganz viel im Vorfeld auf. Weil das wird auch wirklich ein ganz, ganz langes Projekt und vor allem lasse ich mich da nicht abhetzen. Aber gut, jetzt kommen wir erstmal hier rum zurück. So, jetzt legen wir oben gleich noch die Förderbänder. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt hier noch alles schaffe, denn ich muss nämlich gleich noch ins Krankenhaus. Ich würde mich noch ganz gerne noch einmal zu meiner Tochter fahren. Also ich nehme jetzt quasi dann noch vor der Arbeit auf und ab nächste Woche habe ich dann auch erstmal ein bisschen Urlaub, wenn dann meine Frau und meine Tochter dann wieder hier sind. Was fehlt denn jetzt hier? Das haben wir.
Genau, Salz fehlt noch, ne? Das müssen wir ja noch machen. Genau, aber jetzt machen wir erstmal die Chose hier erstmal fertig. Dass zumindest erstmal schon mal da reinläuft. Echt ein bisschen wild aus, ne? Ja, aber egal. Gibt bestimmt schönere Möglichkeiten. Aber von der Höhe müsste es eigentlich passen. Mit 2 Höhenmetern hinkommen. So, jetzt gehen wir aber auch hier. Ja, warte mal, wie hoch muss ich denn jetzt überhaupt? Auf jeden Fall nicht so hoch. So, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Dann müssen wir auf jeden Fall hier drauf. Na, komm schon. Nein, ich bin zu hoch. Das ist aber auch nichts, ne? Ja, und das sieht ganz gut aus. Dann gehen wir nämlich jetzt hier rein. Das sieht voll witzig aus, ne? Genau, dann haben wir das nämlich jetzt alles fertig. Das ist dann, wie gesagt, MK3. Das geht dann hier raus. Und dann werden wir das Ganze später noch einfach weiter verarbeiten. Aber jetzt lassen wir den ganzen Spaß erstmal schauen, ob das alles hier so funktioniert, was wir uns hier ausgedacht haben. Also 60 Quarzkristalle wandern jetzt einmal hier raus. Dann wandern die hier raus. Und dann kommt hier der Crushed Stone raus. Dasselbe kommt dann einmal da quasi raus. Und hier haben wir dann die 90 Quarzsand. Genau. Habe ich hier noch eine dritte Anlage vorbereitet oder was? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Egal. Genau. Das läuft auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Gut, das Einzige. Ja gut, ich weiß ja jetzt nicht, was kommt jetzt von da oben runter, ne? Na, ich lasse sie jetzt erstmal laufen. Weil ich weiß dazu jetzt auch nicht, wie viel Dinge ich brauche. Quarz, achso, ich muss sie noch ins Lager bringen. Quarzkristalle. So, was haben wir hier? MK2. MK3, das ist aber hier ist doch Dingens, ne? Warte kurz. Ja, da brauche ich doch nur ein MK1. Nur der Crushed Stone. Genau, und hier brauche ich ein MK3. Also wenn dann alle Anlagen laufen, ne? Genau, so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Perfekt. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen Folgendes. Den ziehe ich einmal hier hin. Den ziehen wir dahin. Haben wir das schon mal soweit vorbereitet. Jetzt erstmal mit dem MK1 hier raus. Genau, so. Ich weiß nicht, ob ich das später nochmal irgendwie splitten muss oder so. Keine Ahnung, das muss man dann zur Not einfach umbauen. Das ist dann jetzt gerade eigentlich
erstmal völlig egal. Ja, wenn das jetzt von der Höhe da hinten noch passt, dann fresse ich einen Besen, dann wäre das mal ultra geil. Ey, nee, oder? Alter, ist das geil. Das passt, Mann. Mega. Richtig geil. Oh, ich fresse einen Besen, ey. Oh, Wahnsinn, ey. Richtig geil. Hätte nicht gedacht, dass das passt, ey. So, 5. So, jetzt machen wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiß keine Dinger mehr. Keine verstärkten Eisenplatten mehr. So, ihr Lieben, aber nehmt mir das bitte nicht böse. Erstmal sorry dafür, dass ich vorhin die Aufnahme so scheiße pausiert habe und nicht weitergemacht habe oder was da. Keine Ahnung, kann ich auch nicht erklären. Ja, aber ich würde das Video jetzt ein bisschen kürzer halten, denn ich würde mich jetzt gerne nochmal kurz ins Krankenhaus zu meiner Tochter fahren. Und zu meiner Frau natürlich auch. Und ich würde sagen, morgen kommt auch wieder ein Video. Das heißt, ich werde gucken, heute Abend bin ich ein bisschen früher zu Hause. Da die beiden noch im Krankenhaus sind, kann ich dann quasi nochmal so ein bisschen aufnehmen und dann können wir quasi den Rest dann fertig machen. Und dann nehmen wir das Fördermann dann dementsprechend darüber, dass wir dann die restlichen Power-Shard-Kristalle dementsprechend produzieren. Und dann soll das auch was werden. Okay, ihr Lieben. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin.